Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Two Point Hospital. Habt ihr das gesehen? Der eine hat geblitzt, glaube ich. Ja, das Krankenhaus hat viele Schulden, das ist mir schon klar. Wir müssen aber hier noch so ein Update installieren. Irgendwo hat doch einer geblitzt. So, einen kleinen elektrischen Schlag, das habe ich gesehen. Ich habe das genau gesehen. Wir haben hier mal wieder im letzten Part ja auch ein paar neue Sachen gebaut. Ach, schön, dass die Krankenschwestern sich hier am Tun und Machen sind. Don't put your health in the hands of a quack. Come to Bungle Meditech, where advanced techniques and experimental treatments could make you. Zwar fehlen woanders die Leute, aber okay. Schön. Das Upgrade wurde installiert. Wir haben zwar kein Geld, aber es funktioniert. Two Point Radio. Und wieder hohe Schulden? Ja. Und wie? Okay, das erste Jahr ist um. Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, wir hatten keinen einzigen Todesfall. Anscheinend doch. Nee, doch. Keine Todesfälle. Aber dafür sind wir echt auch mies. Aber okay. Ich will eigentlich die Schulden erstmal wieder abbauen und die Kredite, bevor ich überhaupt irgendwas Neues mache. Das heißt, darum kann ich mir auch keine neuen Leute leisten. Hier sind eh gerade noch Kackleute. Auch kein Schwein. So, hier haben wir schon mal 1000. Ich glaube, die Preise lasse ich auch so. Preise. Preisruf ist ziemlich in Ordnung. Ich glaube, ne, da wir ein bisschen Geld einnehmen müssen, lassen wir das auch. Oh, hier haben sich auch Leute angemeldet. Das ist sehr schön, dass jetzt endlich mal hier so ein paar Leute kommen. Hier, das muss auch mal abgedatet werden. Ich brauche auch ein Update. Minus 24. Oh! Ja, wessen Schuld ist das, dass das hier so viele stehen? Wenn ihr die ganze Zeit hier nur auf der Station rumgeistert. Ich glaube, ich nehme das hier erstmal von der Station, die Details wieder raus. Du nicht? Dass hier nur einer drin arbeiten darf. Schicken Sie den Patienten nach Hause, bis ich mir ein neues Räumchen leisten kann. Dann kommt sofort die Schocktherapie. Anders geht's leider nicht. Ach, du warst der so geblitzt hat, ne? Bzz. Der hat sich nämlich einen Stromschlag eingefangen, der Jute. Oh nein, unser erster Toter. Patienten nach Hause schicken. Hier wird das Update gemacht, das ist sehr schön. 7 Leute. Und schon fehlt das Geld wieder. Aha, und schon wieder fehlt das Geld. Hier wird brav ab. Was ist mit dir los? Oh mein Gott, was hast du denn? Oh, da hat er Sitz gemacht. Wenn auch Toilette muss, sie ist hier. Keine Schmierereien bitte hier auf meinem Klo. Vor meinem Klo. Patienten nach Hause schicken. Tut mir sehr leid, aber ich brauche erstmal so ein bisschen Geld, bevor ihr überhaupt irgendwie was machen könnt. Ja, wirst halt befördert. Ich würde nämlich auch ganz gern die Leute ein bisschen weiterbilden. Zwecks zum Beispiel. Zwecks meine Forschung zum Beispiel nach vorne bringen. Oh. Ja, komm. Der Herzraser muss erstmal gemacht werden. Wie viele... Was sagt mein Personal überhaupt? Wie viel habe ich von was? 3 Hausmeister, das ist vollkommen in Ordnung. 3 Pfleger, die machen das alles schon. Gesundheitsinspektor.
Vielleicht doch mal sollte ich richtig klicken. Ja, 4. Der hat schon mal gut abgearbeitet hier. Der geht jetzt in die Pause. Nein, das können wir leider nicht machen. Hier sind es immer noch 5, aber die sind das gut am Abarbeiten. So, 1, 2, 3, 4. Eigentlich bräuchte ich noch einen, ne? Personal? Eigentlich bräuchte ich noch einen Krankenpfleger. Ja, eigentlich. Eigentlich ist relativ, ne? Den finde ich ganz cool, aber wir haben diese 3000 halt einfach nicht. Patienten nach Hause schicken. Ablehnen. Du kommst, gehst bitte nach Hause. Ich will unnötige Lebensunfälle, unnötige Tode doch ganz gerne vermeiden. Ach, hier sind schon wieder 6. Und warum? Komm schon. Wo sind denn meine ganzen Leute hier? Wo ist denn mein Personal hin? Sind die alle in der Pause oder was? Kardiologie, Apotheke, Station. Ja, immerhin. Nicht jetzt. Es wird nicht besser, ne? Ach, nicht Preise. Was sagt mein Kredit? Abgesehen davon, dass wir einfach nur hohe Schulden haben. Komm, wir machen das jetzt mal so. Das pausieren wir und dafür kommst du die Schocktherapie nochmal. Das verkaufen wir. Das muss nur noch geputzt werden. Einstellen, Krankenpfleger. Wo fehlt hier einer? Da. Was fehlt uns denn noch? Forschung brauchen wir nicht. Was könnten wir als erstes bauen? Das Spritzenhaus. Aber so viele hatten wir noch gar nicht, die eine Spritze wollten. Ich würde sagen, die Entleuchtungsklinik. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was ist denn hier so? Die Entleuchtung kommt. Ist ja auch nicht so viel drin stehen. Vielleicht noch Poster der Erleuchtung. Was wollte ich noch bauen? Ich wollte, glaube ich, noch ein Marketing-Ding bauen. Ach, ich kann mir das nicht leisten. Ich bin der Meinung, das könnte ich mir nicht leisten. Weiterbildung, Marketing. Das war so ein ganz kleines Marketing-Räumchen irgendwo hinbauen. So. Die Tür bitte da hinten hin. Marketing-Schreibtisch dahin. Bei 7000 sind wir. Okay, das ist ja das generelle. Die Heizung. Die Kaffeemaschine. Komm schon. Ich würde das ganz gern schneller drin. Hier die Dings. Die Flipchart. Ja, ich weiß. Aber wir haben das Geld nicht für eine kleine Kampagne. Also, lassen wir es dabei. Ich weiß, wir brauchen die Schocktherapie. Aber die Schocktherapie können wir noch gar nicht. Überhaupt noch gar nicht entwickeln. Weil ich glaube, ich würde ganz gerne. Stopp. Einfach so ein kleines Marketing machen. Eine kleine Kampagne. Für unser Krankenhaus. Damit ein paar mehr Leute reinkommen.
einfach. Nicht um jetzt unbedingt groß was zu machen. Genug Leute habe ich auch. Ein tolles Krankenhaus. Wir wurden für ein tolles Krankenhaus gefunden. Wir kommen eigentlich nochmal in die Entleuchtungsanlage. Wer arbeitet da überhaupt? Der Arzt. Okay. Einstellen. Haben wir irgendwelche coolen Ärzte? Nö. So, ihr zwei seid schon mal ein bisschen kacke. Vielleicht mache ich hier auch schon mal das erste Update drauf. Dass wenn wieder so ein Dings kommt, ab in die Behandlung. Warte, wer von euch ist kurz vorm Sterben hier? Geh weg! So. Du kommst hoch. Patienten nach Hause schicken. Na, haben wir es denn bald? Du müsstest doch jetzt ganz oben sein. Genau. Wie viel hast du? Du hast 3. Du hast gar keinen? Ich kann mir gerade die Schocktherapie nicht leisten. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber hier liegt noch Kram rum. Lieber Hausmeister. Aber zeig mir mal ganz kurz die Hausmeister. Oh. Du gehst mal ganz kurz weg. Und sag, hier arbeitet erstmal nur einer drin. Personal. Bei dir hebe ich das auf. Du kannst überall arbeiten. Bloß halt nicht in der Forschung. Weil er hat hier Forschung 1. Er ist zwar ziemlich gut, aber die Radio und Dings ist er mir irgendwie lieber. Dann kann der eine einfach nur... Nicht jetzt. Machen. Das ist ein Update für 20.000. So, das wurde auch gemacht. Schocktherapie. Wo ist er denn? Dem, den es so schlecht geht. Ganz gleich als nächstes. Tierische Anziehungskraft. Ich baue konsequent immer anscheinend das Falsche. Die sind hier noch am Machen und Tun. Vielleicht sollte ich doch noch den einen oder anderen Hausmeister einstellen. Aber eigentlich will ich nicht. Weil ich schon denke, dass sie das hinkriegen. Vier. Hihi. Ganz gleich da bleiben. Weil ich meine, ich hätte doch Personal. Ich meine, 3 Hausmeister. Einer kann putzen und die anderen 2 machen halt dann immer die Upgrades und so. So, nee, Quatsch, Zimmer. Was fehlt uns denn noch? Die Weiterbildung. Das kann aber ehrlich gesagt noch ein bisschen warten. Kaffee kann auch warten. Flüssigkeitsanalyse, das muss warten. Ich kann gar nichts bauen. Außer die Frakturstation. Aber haben wir denn jetzt irgendwelche Leute mit Frakturen? Oh ja. Sehr schön. Also es ist nicht schön, dass die leiden. Bitte nicht falsch verstehen. Aber sehr schön nach dem Motto, wie kriegen wir jetzt so viele wie möglich hier rein? So, dann sieht das hier nicht so eng aus. Wandmonitor.
Arzneischrank. Oh mein Gott, ich habe hier überhaupt keinen Platz für gar nichts. Oh, verdammt, ich habe hier überhaupt keinen Platz. So. Das muss reichen. Mehr geht leider nicht. Da fehlt mir das Geld. Und toll. Kriegst du das noch hin? Ja, Zimmer abreißen. Ich könnte mich ärgern. Kommt schon. Patienten nach Hause schicken. So kurz und so knapp davor. Also. Ach, so kurz davor, ey. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Da fehlt mir jetzt der Doktor. Aber guck mal hier. Ein Erleuchterpatient hier. Immerhin. Du bist gleich ganz vorne, das freut mich. Hatte hier nicht noch einer irgendwie kurz am Sterben? Ach da. Stopp. Patienten nach Hause schicken. Schocktherapie. Ich arbeite dran. Es tut mir leid, aber ich arbeite dran. Jetzt bin ich wieder stark hoch verschuldet. Schon deshalb, ich habe beide Kredite aufgenommen. Nein. Wo bleibt denn das mit der Erleuchtungstherapie hier bitte, ja? Mit den Erleuchten. Erleuchteten, so rum. Hier rennt gerade nur einer rum. Was ein bisschen wenig ist. Wo sind denn meine Krankenschwestern? Ach, in der Pause. Stimmt, ich bräuchte eigentlich noch, glaube ich, eine. Nee. 1, 2, 3, 4. Wo sind sie denn? Ah, 2 sind in der Pause. Das ist das Problem. Du kannst nach Hause gehen. Ja. Fraktur. Nach Hause schicken. Ablehnen. Kann ich mir nämlich gerade nicht leisten. Komm schon. Ich brauche Geld. Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber ich brauche Geld. Schön, der ist mit seiner Schocktherapie auch bald fertig. Jetzt können wir die ganzen Leute hier erstmal so abarbeiten. Helles Köpfchen entdeckt. Sehr schön. Wenn man sonst nichts hat, aber wenigstens haben wir den Entleuchtungshaufen. Ne? Wenn schon, denn schon. Okay. Ne? Wo ist er denn? Ach, da. Ja, der braucht jetzt nicht unbedingt 73.000. Oh mein Gott. Der hatte aber schon ein Upgrade, ne? Ja. Oh, verdammt. Was sagen die hier? Das wird schön brav abgearbeitet. Hier fehlt mir der Psychodok. Wo auch immer der Psychodok schon wieder rumspringt. Wahrscheinlich. Genau, in der Allgemeinmedizin. DJs, some of them on this very station, believe it or not, can be, well, a tad grumpy, to be perfectly blunt. I'm not naming any names, mind you. I filled the booth with kitten pictures, so hopefully we'll have nothing but happiness on the airwaves. Könnte ich ganz kurz zu dir kommen und dich nach Hause schicken? Danke. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die hier. Wir machen das jetzt mal ein bisschen radikaler. Weil hier springen noch sehr viele rum.
Der braucht eine Schocktherapie, was wir uns nicht leisten können. Eine Station. Was wir nämlich brauchen, sind zahlende Kunden. Und eine kleine Entlastung für die Leute. Und wozu habe ich denn bitte schon einen mit dem Geisterjäger-Ding? Ja, komm. Gucken wir uns das an. Wir haben auf jeden Fall Todesfälle gehabt. Das ist nicht das Ding. Ja, mit der besten Forschung immerhin. Leider nicht sehr hilfreich. Patienten nach Hause schicken. Das ärgert mich noch, dass ich die alle nach Hause schicken muss. Was sagt mein Kredit? Noch 10 Monate. Hier sind 17 Monate. Patienten nach Hause schicken. Hier sind es nur 2. Du kommst auch weg. Hier mal wieder ein Entleuchter. Erleuchteten. Ein erleuchteten Station. Boah. Das müssen wir uns noch ein bisschen antun. Und ich habe nicht das Geld, um die Schocktherapie zu bezahlen, ne? Beziehungsweise dann zu kaufen. Minus 70.000. Oh, ich mag zwar Plus, aber es bringt halt nichts, weil ich jetzt eh schon so im Minus bin. Helles Köpfchen. Ja. Komm. Komm hier am besten mit dem Helikopter und ran an die Mitte. Ihr schafft das. Ihr seid nämlich schon ganz nah da. Ja gut, ihr müsst jetzt da halt stehen und das tut mir auch ein bisschen leid und so. Okay. Aber muss jetzt halt auch sein. So, der nächste. Jetzt nach Hause schicken. Ich will jetzt hier Zahlen sehen. 70.000. Das ist schön, dass ihm das hier freut. Nav, the technology report with me, Alan Dongle. Good news for people with shock horror. Patienten nach Hause schicken. A local hospital has just invented a discharger, which is sure to make patients feel more grounded. 8.000. Komm, ich bin jung und brauche das Geld. Ich weiß, dass ihr das könnt. Ich weiß, dass ihr das schaffen könnt. Ihr seht gut aus. Schön. 8.000. Wir machen auf jeden Fall Profit. Und es hält sich langsam auch ein bisschen in Grenzen. Oh, das kann nicht euer Ernst sein. Komm schon. Nein, 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 nein. Lauf doch nicht weg. Und da geht mein Versuch hin. Das schaffen wir nicht. Aber wenigstens greifen wir hier ein bisschen das Geld ab. Bei den 30 Tagen alle anderen hier noch so zu machen, das ist schon echt happig. Ja, ja, das Krankenhaus hat viele Schulden. Ich weiß. Was sagen meine Kreditsituation? Noch 7 Monate und 14 Monate. Dann können wir wieder Sachen bauen. Ablehnen. In 20 Tagen noch 3 Leute. Ich bezweifle, dass das funktioniert. Nein, nicht wegrennen! Du stirbst, wenn du jetzt läufst. Man könnte das schaffen. Beweg dich! Wo ist er denn hin? Da.
Komm, ich hab doch schon so gut. In 3 Tagen, das zählt nicht mehr, oder? Ich glaube nicht, dass das noch zählt. 6 von 7 geheilt. Immerhin Dings bekommen. Patienten nach Hause schicken. Jetzt kommt noch ein Erdbeben. Das ist sehr schön. Hoppala. Du kommst dahin. Die haben alle Hände voll zu tun. Und ein Toter. Wieso denn? Ich bin so gut von meinen Schulden runtergekommen. Patienten nach Hause schicken. Und dann hat es nicht funktioniert. Patienten nach Hause schicken. Ihr und eure blöde Beförderung. Ihr macht mich pleite. Ihr könntet ja auch mal was für mich tun und die mir einfach mal die Leute auch heilt. Was haltet ihr denn davon? Anstatt immer nur Geld zu wollen. Hoppala. Okay. Ja. Das ist halt das Problem. Wollte gerade sagen, gibt es denn hier keine Leute, die geheilt werden möchten? Die Krankheiten haben, die wir auch heilen könnten, rein theoretisch. Aber so kriegen wir das Krankenhaus auch ein bisschen leerer und schützen uns auch so ein bisschen vom Todesfällen. Nach Hause schicken, nach Hause nicht schicken, nach Hause schicken, nach Hause schicken. Jetzt nicht nach Hause schicken. Seht ihr, jetzt ist das Ganze schon wieder viel leerer hier geworden. Und Anna mit der Zirkustherapie. Herzlichen Glückwunsch. Was hast du nichts zu tun? Warte. Da kann ich Abhilfe schaffen. Das ist nicht das Problem. Ja, da kann ich Abhilfe schicken. Aber das Gute ist, es dauert nicht mal noch 5 Monate, die Kreditsituation. Wenn vielleicht jetzt nochmal so ein Fall kommen würde, wie, wir müssen... Hallo? Komm schon, 10.000. Wir haben schon so gut runtergearbeitet. Arbeitet. Du kommst gleich nach Hause. Geh nach Hause, ey. Ich werde jetzt als nächstes dann echt die Schocktherapie oder sowas als nächstes bauen. Gucken wir uns die mal an, wie viel kostet denn die Schocktherapie, damit ich weiß, worauf ich... 30.000. Oha, ist ja super billig und so. Das Gute ist, wir schaffen es schon mal immer alle so ein bisschen runter zu arbeiten. Was sehr gut ist. Immer ein bisschen runterzukommen von unserem Geld. Das heißt, dann können das mit den Dings auch nicht mehr so arg hart sein. Hier sind es nur noch 11 Monate. Patienten nach Hause schicken. Ich weiß, dass das... Nein. Dass das nicht so viel kostet. Es sind doch nur noch 4 Monate. Dann können wir wieder einen neuen Kredit aufnehmen. 3 Monate. Hauptsache, wir kommen ein bisschen von unseren Schulden runter. Hier kann schon mal der nächste Bub kommen. Das hat nicht funktioniert. Das ist ärgerlich. Hier stehen die und freuen sich ihres Lebens. Gucken wir mal so schön.
Ob wir nicht irgendwas finden? Jetzt sind schon wieder Gewittervorschläge oder was ist los? Gott, ihr geht mir auf den Keks. Mit eurer DNA. Fraktur? Gott sei Dank. Du kommst weg. Some alarming reports of an earthquake causing considerable damage to a local hospital. Das ist nicht gut. Wir kommen nicht von unseren Schulden runter, aber wir haben bald das Glück und unsere eine Kreditsituation müsste bald beendet sein. Was sagt die Uhr? Hallo? Ich weiß nicht, ob sie es wussten, aber hier warten Patienten. Patienten nach Hause schicken. Ablehnen. Wo sind die denn? Ach, du bist in der Pause. Okay. Das ist sehr schön. Was sagt meine Kreditsituation? Noch 2 Monate. Gott, wir haben es bald geschafft. Dann können wir wieder neue Kredite aufnehmen. Solange es wir schaffen, irgendwie von dem wieder runterzukommen, ist das schon vollkommen in Ordnung. Bis jetzt halten die sich ja noch in Grenzen. Und ich denke, sagte sie, und ich denke, sobald wir den Schocktherapieraum bauen können, wird es wahrscheinlich auch wesentlich besser. Dann müssen wir nicht mehr so viele wegschicken. Dann haben wir schon mal einen ganz guten Teil, den wir so abarbeiten können. Kredite? Ha, noch 1 Monat. Wir müssen nur versuchen, hier jetzt von den Schulen hier aktiv runterzukommen, die wir haben. Wir haben auf jeden Fall einige Clowns. Ja, das können wir machen. 50.000. Ich mache hier mal eine ganz kurze Pause. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.